So, hallo Freunde und Modellbahnkumpels und Abonnenten meines Hauptkanals Jensis Welt, Mobarabotage und mehr. Wir haben heute Sonntag. Ich wollte ja eigentlich heute ein Fahrvideo machen, aber es tut mir echt leid, aber vergesst es. Ich war jetzt mit einem Kumpel, Mirko, auf dem Flohmarkt. Dem habe ich gestern die schöne Sonderfahrt gemacht. Das Video lade ich euch dann auch hoch. Lasst euch überraschen, es war richtig geil. Zwei Sonderzüge. Einer wollte bei der Wärme einfach nicht mehr. Kann ich auch verstehen, weil heute ist es ja noch schlimmer. Ich glaube, wenn es heute passiert wäre, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer ausgegangen. Aber bitte habt Verständnis dafür, dass ich das mit dem Video heute wahrscheinlich nicht mehr komplett schaffe. Ich versuche einen Teil fertig zu machen. Ja. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich das ganze Video schaffe. Weil, wie gesagt, das ist eine scheiß Dreckswärme heute. Ne? Ich fahre jetzt erstmal nach Hause, lege mich ein paar Stunden hin. Wir waren jetzt fast 3 Stunden auf dem Flohmarkt. Ich habe ein bisschen was getauscht. Ne, das hatte ich euch auch angekündigt. Ich stelle mal kurz hin. Und er macht sich jetzt auf dem Heimweg mit dem Zug. Und ich fahre dann mit dem Fahrrad nach Hause. Wie gesagt, lege mich dann erstmal hin, in der gekühlten Wohnung hoffentlich. Und bitte Verständnis dafür, dass ich es nicht schaffen werde, komplett das Video fertig zu machen. Das muss ich entweder morgen noch der Arbeit machen oder am Dienstag. Ich versuche, wie gesagt, den Teil heute fertig zu machen. Wenn ich mal wieder aufstehe, wenn es ein bisschen kühler geworden ist, hoffentlich wird es ein bisschen kühler. Ein bisschen kühler. Aber jetzt haben wir gerade so 35, 36 Grad und... Nee. Also wie gesagt, ich versuche mein Bestes, ob es klappt. Es war auf jeden Fall sehr schön und lasst euch einfach überraschen. Mit den Worten bin ich jetzt erstmal weg. Ich lade das Video jetzt gleich hoch und habt bitte Verständnis dafür, dass es jetzt ein bisschen dauert. Na? Gut, mit den Worten bin ich jetzt weg und ja, wird sich dann zeigen.